Jo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren League of Legends Gameplay Video. Eigentlich wollte ich heute wieder Shaco spielen, aber er wird immer gebannt, also wirklich, er ist sehr, sehr oft gebannt, leider. Und ja, deswegen wieder Diana. Das Problem war, ich hatte Shaco, also ich war abgelenkt quasi und dann dachte ich mir, okay, nochmal Shaco und dann habe ich gesehen, dass er gebannt war. Also es war quasi dann einfach in letzter Sekunde musste ich irgendwas picken und dann habe ich halt wieder Diana genommen. Letztes Diana-Game hat er überhaupt nicht funktioniert. Hoffentlich, ich glaube lustigerweise wieder ein Corki in der Midlane. Hoffentlich diesmal, ohne Spaß, das ist fast genau das Team, das gleiche Team wie letztes Mal, nur dass wir Top-Lane jetzt ein Set statt ein Ornn haben. Aber nevermind, das ist genau das gleiche. Okay, wurde noch von den Minions gekillt, ne? Glück gehabt. Man hat nur einen Minion gekillt, der Trundle-Lul. Nice. Beide direkt auch TP'd. So. Zack. Ja, könnte sein, dass der Kayn mich invaded hat, weil die wissen, dass ich beim Blue Buff angefangen habe. Hoffen wir einfach mal drauf, dass es nicht gemacht hat. Das ist nicht gut. Diesmal ist der Trundle nämlich überlebt. Zwar wieder nur knapp, aber wenn das jetzt noch zweimal passiert, dann ist die Top-Lane komplett lost. Nice. Nice. Ja, ich habe gelernt, ich muss mehr mit der Passiven spielen. Mit dem Attack Speed. Nachdem man eine Fähigkeit benutzt hat. Weil ich habe es oft so gemacht, auch im Jungle, dass ich tatsächlich alle meine Fähigkeiten direkt am Stück benutzt habe. Man sollte eigentlich immer mindestens eine Sekunde verstreichen lassen. Im besten Fall natürlich noch mehr, aber gut. Vor allem bei der QE-Kombo hat man halt dann das Risiko, dass man halt zu lange wartet und dann kann man sie eh nicht mehr benutzen, um den Cooldown zu resetten. Aber grundsätzlich einfach, dass man halt zumindest eine Sekunde länger wartet oder so. Mist. Das wäre nicht schlecht. Die hat ihre eh noch nicht geskillt, lul. Schade, leider haben sie keine Summoner Spares benutzt. Oh, doch ganz schön knapp geworden. Schade. Na ja, gut, ich habe ein bisschen verkackt, weil ich meine Eni am Anfang nicht getroffen habe. Aber zu dem 2v1 hat er den Kill jetzt bekommen und vorher nicht. Damn. Ja, ein bisschen ärgerlich, dass er jetzt beide Krabben bekommen hat. Aber ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, dass er beim Red Buff gestartet hat. Weil er nämlich unten beim Drake war am Anfang. Aber wahrscheinlich, nachdem er mich gesehen hat, hat er wahrscheinlich das gemacht, was ich immer mache. So anfangen. Also er hat wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem gemacht, was ich machen wollte. Er hat so angefangen, dass er mir quasi mit mir mitläuft, von oben nach unten, statt dass er mir entgegenkommt, sozusagen. Boom. Ja, Drake, aber das Problem ist, der Ding ist jetzt wahrscheinlich backgegangen und wir haben keinen Ward beim Drake. Kayn ist halt wieder so ein Champion, er kann halt durch Wände gehen. Sehr nervig. Also das Jungle Camp kann ich ohne Bedenken noch machen. So schnell schafft er auf keinen Fall den Drake. Aber ja, wie gesagt. Wow, ultra lag. Jetzt müsste ein Ward. Smite cool. Oh, er ist Toplane. Scheiße. Er ist Toplane und die Botlane ist nicht da.
Luxus Level 6, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Jetzt oder nie. Das ist natürlich free, wenn der Jungler sich auf der Toplane zeigt. Oh, das ist die Fähigkeit von der Lux, oder? Oh, shit. Oh, ne, man meint, das ist doch nicht so free. Yeah. I'm dead, bro. Scheiße. Tja, unser Midlaner hat natürlich mal wieder gar nicht reagiert. Ich weiß nicht, ob er tot war, aber er hat keinen Tod, also war es nicht. Unlucky. Ezreal kann man eigentlich schon wieder direkt muten. Hat wieder nur 3 Gehirnzellen anscheinend. Ich hatte halt keine andere Wahl. Ich musste über die Wand flashen und dann probieren, wieder reinzukommen. Ich hatte legit keine andere Wahl. Sonst wäre ich einfach gestorben. So hatte ich zumindest noch die Chance, zumindest den Drake eventuell zu kriegen. Aber bei 3 gegen 4. Also Corki habe ich nirgendwo gesehen. Vielleicht war er irgendwo in der Nähe. Kann schon sein. Aber direkt beim Drake war er auf jeden Fall nicht. Und die Lux war ja schon vor uns da. Aber ich hätten wir gar nicht anfangen dürfen. Was wir mit der Lux gesehen haben. Von dem her. Okay. Klassischer Fall von Mute All anscheinend. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gepinkt werde. Ich weiß nicht, was ich jetzt dafür kann, dass er gekillt wird, aber gut. Das ist halt Silberlogik anscheinend. Der gegnerische Jungler macht einen Gank, also muss ich erstmal meinen Jungler anpingen. Das ist Gesetz. Das Gesetz der Low Elo. Okay. Der Trundle ist low. Vielleicht kann ich den sogar killen. Hey, warum kommt er denn nicht? Hat er jetzt ernsthaft die Minions gekillt, statt zu dem... Das ist nicht sein Ernst, oder? Alter, das ist nicht sein Ernst, oder? Es war so klar, dass der mich pinkt. So ein Stück Scheiße, so ein dreckiges. So ein kleiner Loser, ey. Was für eine Heulsuse, was für eine dreckige. Oh, wir müssen schnell den... Ah, oh, nein, wir schaffen es nicht. Scheiße. Na, jetzt kriegen die den ersten Tower. Aber wir hätten sie nicht geschafft. Wir hätten sie nicht geschafft. Drake in 50 Sekunden.
Ich weiß nicht, soll ich Toplane gehen? 20 Sekunden Ultimate. Also ich Mitte gehen. Ich müsste gerade gewardet haben, glaube ich. Okay, sie fighten trotzdem. Wow. Wenn er das überlebt. Das wäre so lächerlich. Das wäre so klassisch einfach gewesen. Frisst einfach 5 Tower-Shots und läuft einfach weg. Das wäre so der Klassiker gewesen in dem Game. Jetzt kann er Trundle den Tower komplett machen. Nice. Genau das, was er verhindern wollte, der Set. Tja. Drake steht auch auf dem Menü. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Also sobald ich Diana picke, das ist immer Toplane und Midlane irgendwie. Sonst ist immer die Botlane, aber dann ist es plötzlich immer Toplane und Midlane. Warum bleibt der Typ 1 gegen 2 auf der Botlane, wenn er keinen Tower mehr hat? Ja, Set wäre jetzt schon nice, wenn du irgendwann mal aufhörst zu feeden, Bro. Wäre angenehm, ja. Dann könnte man vielleicht das Spiel gewinnen. Das sind solche Loser, das ist unglaublich, ey. Scheißegal, dass Kane Toplane ist. Wenn hier eine Full-Life-Lux rumläuft und sein Midlaner in die Base geht. Ey, es ist so ein Trottel, der Typ. Ich habe den Drake sogar bekommen. Unser Midlaner ist so ein fucking Vollidiot, so ein Dreckiger. Ey, ich habe so keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich hasse diese Community so sehr. Unser Midlaner ist Mitte und geht einfach back. Und genau deswegen wollte ich den Drake nicht machen. Weil es vorhin genau das gleiche war. Unser Midlaner flamet die ganze Zeit, kommt aber nicht zum Drake. Meine Fresse, ey. Und ich werde dafür geflamed. Die Lux war die ganze Zeit hier, deswegen habe ich den Drake nicht gemacht. Was ja logisch ist, wenn da eine Lux rumläuft, dann fange ich ja nicht mit dem Drake an. Hör halt mal auf, gegen den zu 1v1. Du kannst nicht gewinnen, man, checkst du das nicht, Alter. Ey, der Set ist so schlecht. Ja, der hat keine Chance. Der Trundle hat mindestens 3 Tower Shots gefressen. Und selbst dann hätte er nicht, also selbst dann wäre er nicht gestorben. Gut, dass man in seinem eigenen Jungle nicht mal mehr rumlaufen kann, weil die Gegner so viel Kontrolle über die Map haben. Jede Lane mal wieder haushoch verloren. 3-8 Toplane, 3-7 Botlane. Oh, hier läuft noch jemand rum, tatsächlich. Aber wer? Wer läuft hier rum? Die Lux war es nicht, die war jetzt gerade Toplane. Das war wahrscheinlich die Senna. Ja. Passt schon, stellt alle eure Wards auf die Toplane.
Puh, das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber egal. Die haben sich ganz schön überschätzt, die beiden. Ach komm, als ob mir jetzt 30 Gold fehlen, das ist nicht dein Ernst. Oh man. Ach, ich hasse es so sehr, wenn einer so krank feedet. Ja, kannst du wieder direkt aufgeben, das Game. Nicht, weil man es nicht gewinnen könnte. Erstens will ich nicht, dass die gewinnen. Die haben es legit nicht verdient. Vor allem der Top-Laner und der Mid-Laner nicht. Ich meine, die Bot-Lane hält wenigstens größtenteils die Schnauze. Oder hat. Ich meine, jetzt sehe ich es ja eh nicht mehr. Aber. Ich meine, wie kann man in der, was war das, 5. Minute vielleicht oder so, schon anfangen zu Spam-Pingen, was nichts anderes ist als Flamen? Hat mir auch letztens jemand von euch einen Kommentar geschrieben, was ich die ganze Zeit meine mit Flamen. Ping-Spammen ist Flamen. Du schreibst es halt nicht mehr, du pingst es. Also es ändert ja nichts an der Message, die du übermittelst. Ich glaube nicht, dass wir es das fighten können. Außerdem haben wir das jetzt eh gewartet. Ja. Na gut. Oh, Corki ist da. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ach komm. Ich habe nichts gemacht. Zed ignoriert einfach die Top-Lane. Nice, dass er es jetzt ignoriert, aber die ganze Zeit im Early-Game gefightet hat gegen ihn, ne? Ich liebe solche Leute wie Zed. Echt ein cooler Typ, dieses Set. Holy shit, ist der gefeedet, Alter. Der finisht jetzt halt das Game, aber es juckt einfach niemanden. Ah, kann man den Ingame schon reporten? Warum kann man den Ingame noch nicht reporten? So ein dreckiges kleines Stück Scheiße, Alter. So ein fucking Loser, ey. Offensichtlich keine Ahnung, wie man Toplane spielt. Und jetzt heult er rum und gibt jedem anderen die Schuld, nur sich selbst nicht. Aber vielleicht hätte er mal nach dem 7. Tod aufhören sollen, Trundle zu 1v1. Vielleicht hätte er es dann irgendwann mal gecheckt. Aber das ist oft so, dass solche Leute, die die Lane so hart verlieren, die können einfach nicht aufhören. Die können nicht aufhören, 1 gegen 1 zu sterben. Und die werden es niemals aufhören. Die können, also die werden das, die checken das nicht, dass sie so nicht gewinnen können. Die fighten so lange, bis sie entweder das Game verlieren oder endlich gewinnen. Und weil sie ja dem Gegner schon 10 Kills gegeben haben, können sie nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Lol. What the fuck? Keine Ahnung, was das war, aber. Nice. Nice war's. Okay, es bringt anscheinend nichts, wenn ich ins. Hey, er 1v1 wieder Trundle. Aber, weißt du, jetzt 1v1 der Trundle, ne? Aber als Trundle den Inhibitor-Turm gepusht hat, da hat sie nicht interessiert, ne? Da hat sie ihn komischerweise nicht interessiert, ne? Aber jetzt random gegen Trundle zu sterben, das findet er wieder richtig geil. Richtig cooler Dude, unser Set. Richtig geiler Typ. Ich mag den. Kappa. Jetzt werde ich wahrscheinlich hier noch gekillt. Ein Inhibitor ist zum Glück nicht so schlimm. Weil. Okay, unser Corki hat anscheinend keinen Damage. Weil wir an einem Punkt im Spiel sind, wo Super Minions nicht mehr so stark sind. Einzelne zumindest nicht. Aber die werden jetzt halt wahrscheinlich Baron machen. Ah, okay. Natürlich hat Trundle meinen ganzen Jungle gemacht. Gut, wenn es niemanden juckt, dann juckt es mich auch nicht.
So ein Stück Scheiße. Jeder Corki in jedem Spiel klauen mir die Corkis meine Jungle Camps. Das sind solche, ich weiß nicht, also es liegt anscheinend an dem Champion. Das spielen nur kleine Kinder den Champion. Die alles und jedem, nur nicht sich selbst die Schuld geben. Gut, dass denn ihr Trundle auf Full Damage geht anscheinend. Sonst hätten wir den niemals gekillt. Vor allem nicht so schnell. Jetzt brauche ich noch Healing Reduction. Also ich bin ganz gut dabei. Ist halt nur unser Top-Laner, der komplett reingefeedet hat. Brainen dead. Wow, wie hat mich das bitte noch getroffen? Also die Kuh ist halt legit an mir vorbeigesegelt. Da kann man mir erzählen, was man will. Jetzt habe ich wieder Ulti. Aber Trundle lebt auch wieder leider. Und da ist er auch schon. Kaum halt zurück. Na, shit, da hat mir jetzt ein Sonjas gefehlt. Oh, unser Esri kann ihn vielleicht sogar killen. Den Minion auto-attacked. Ezreal hat den Minion auto-attacked. Oder es war seine Q1 von beiden, aber er hat auf jeden Fall den Minion angegriffen. Wäre mir aber auch passiert, muss ich ehrlich zugeben. Das wäre mir safe auch passiert. Ich mache auch immer solche richtig peinlichen Misplays in solchen Situationen. High-Pressure-Moment-Misplays. Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt kriegen die noch Dragon Soul, aber es ist tatsächlich noch nicht ganz. Corki hat auch noch nicht so ganz verstanden, was Sache ist anscheinend. Und Free Drake für die Gegner erneut. Und wer ist schuld? Der Jungler, ne? Natürlich. Ich bin jetzt gerade dran schuld, dass er gestorben ist. Wenn man das schreiben würde, würde er natürlich sagen, na daran bist du nicht schuld, aber du bist schuld, dass wir das Spiel verlieren. Deswegen feed ich jetzt sinnlos rein, weil wir haben eh verloren. Wenn wir das eh verloren haben, sehe ich genauso. Deswegen muss man ja nicht so dämlich sterben. Ist das Trundle hier? Nee. Wer war denn das? Lux? Ah, Senna. Ja, oh, nevermind. Ja, nevermind. Hallo, bist du wahnsinnig? Der Tag, an dem wir die 3 gegen 4 besiegen, der ist noch sehr weit entfernt. Junge, warum bist du. Warum laufen die so risky? Da muss halt nur Trundle kommen und wir sind alle tot. Oh shit. Erstens mal habe ich meine Ulti gerade verkackt. Alter, Corki steht nur daneben und macht gar nichts. Er kann halt über die Wand schießen. Alle seine Skills funktionieren über die Wand. Er ist so ein... Er hatte 7 Stacks auf seiner Ultimate. Er hätte die ganze Zeit seine Raketen schießen können. Er hat keine einzige Rakete geschossen. Junge, ey. So ein Stück Scheiße, nur weil er mir nicht helfen wollte. Er hat erst angefangen zu kämpfen, als ich tot war. Er wollte quasi, dass ich sterbe.
um dann zu kämpfen. Warum spielt der Typ eigentlich ein Spiel wie League of Legends, ein Teamspiel, wenn er andere Leute verrecken lässt, nur weil sie nicht so spielen, wie er es will? Wie kann man nur, wie kann man, also das verstehe ich niemals verstehen. Es ist halt literally der Sinn von dem Spiel ist, dass man zusammen kämpft. Das ist der Sinn von dem Spiel. What the fuck einfach. Und vor allem, ich schreibe ja nicht mal was, ne? Normalerweise würde der Jungler, wenn du den so auf die Eier gehst, der Jungler würde dich genauso fertig machen. Oder einfach AFK gehen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen, dass du das machst. Weil dann fühlen sie sich bestätigt, dann fühlen sie sich als so, als hätten sie recht gehabt. Ah ja, er geht wieder AFK. Ja, natürlich, ich wusste es. Oder ja, er flamet mich, ja, er beleidigt mich, ich wusste es, genau. Aber diese Genugtuung gebe ich dir nicht. Ich mute sie einfach und gut ist. Sehe ich meinen Morellos fertig? Holy Macaroni. Check ja nicht, warum man da noch weiter fightet, aber gut. Hier geblieben. Die Jinx denkt echt, sie hat irgendwie so 20 Kills und kann ja jeden komplett fertig machen. Aber da ist sie leider ganz schön schief gewickelt. Okay, irgendwie hat meine E gerade nicht funktioniert. Irgendwie laggt es auch gerade voll. Trundle läuft Amok. Man kennt's. Corgi hat jetzt sein Paket nicht abgeholt anscheinend. Oder ist jetzt erst gekommen, kann natürlich auch sein. Drake in 39 Sekunden, Drake Soul. Und Zed ist natürlich tot, wenn sie kommt. Das war ja klar. Oha, vielleicht kriegen wir sogar den Drake. 18 Sekunden. Wobei ich glaube, ich kaufe keinen Sonjas, ich muss nur Schaden machen. Es wird in diesem Spiel keine Situation geben. Ach du Scheiße, wie kann man nur so schlecht sein? Die Lux wird jetzt wahrscheinlich probieren zu finishen. Das Problem ist, ich kann nicht über die Wand springen. Das funktioniert so nicht. Oh shit. Ausgerechnet Trundle ist ja der Einzige, der mich so easy killen kann. Aber ja, es spielt keine Rolle, die Lux finisht einfach. Und er kriegt wahrscheinlich den Drake nicht mal. Er kriegt ihn wahrscheinlich nicht mal. Das ist das Lustigste dran. Er kriegt ihn nicht und wir verlieren trotzdem. Oh man. Das ist das traurigste Spiel, was ich gleich jemals gespielt habe, ey. Was für kleine Würstchen dieser Corki und Zed, also wirklich. Wie kann man, also ich check's einfach nicht. Wie kann man nur so schlecht sein und zeitgleich denken, dass man der fucking Gott in dem Spiel ist? Corki 16.000 Schaden, hat sogar noch weniger Schaden gemacht als dieser useless Zed. Holy Macaroni, ey. Und der Corki vor allem, er hat halt wirklich, wenn er einfach mitgespielt hätte, ne? Aber er hat halt einfach in den Fights am Anfang, ich meine, am Ende hat er dann ja tatsächlich gekämpft, aber war es halt viel zu spät, in den Mid-Games mich einfach sterben lassen. Einfach nur, weil er es mir zeigen wollte, quasi, dass er die Hosen anhat, sozusagen. Was für ein fucking Vollidiot, ey. Und deswegen geht mir das Spiel so auf die Eier, ey. Like literally hugest jungle different and huge, alles klar. Was für ein Idiot, ey.
Negative Attitude, Verbal Abuse, Intentional Feeding. Aber wird dir nichts bringen. In dem Spiel wird niemals jemand bestraft. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.